Zu den Spätnachrichten der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Kohl misst seiner Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten Reagan zum jetzigen Zeitpunkt besondere Bedeutung bei. Am Vorabend seines dreitägigen Amerika-Besuchs, der an diesem Montag beginnt, erklärte Kohl, er sei sicher, dass das Treffen in Washington zu einer Demonstration deutsch-amerikanischer Freundschaft werde. Wörtlich sagte der Kanzler, ich betrachte meinen Besuch in Washington als den Neubeginn besonders intensiver, partnerschaftlicher und gleichberechtigter deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit. Reagan hat an diesem Wochenende die Aufhebung des amerikanischen Embargos gegen den Bau der sowjetischen Erdgasleitung nach Westeuropa bekannt gegeben. In einer Rundfunkansprache erklärte der amerikanische Präsident außerdem, dass die USA sich mit ihren Verbündeten auf eine neue, verschärfte Handelsstrategie gegenüber der Sowjetunion geeinigt hätten. Künftig sollten keine Geschäfte mehr mit der UdSSR gemacht werden, die dem Kreml einen militärischen oder strategischen Vorteil verschafften. Reagans Verbot, amerikanische Technologie an die Sowjetunion zu verkaufen, war die Antwort auf die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen vor 11 Monaten. Über den Verbleib von Arbeiterführer Walesa hält das Rätselraten bis zur Stunde an. Die amtliche polnische Nachrichtenagentur PRP hatte am Abend gemeldet, Walesa sei zu seiner Familie nach Danzig zurückgekehrt. Eine halbe Stunde später zog PRP diese Meldung aber wieder zurück. Unterdessen kursieren in Warschau Gerüchte, dass sich der Arbeiterführer in der Hauptstadt aufhalte. Walesa war fast 11 Monate in Arlamow festgehalten und am Freitag auf freien Fuß gesetzt worden. Und jetzt weitere Meldungen des vergangenen Tages in Schlagzeilen. Aus dem Wechsel in der sowjetischen Führung dürften sich nach Auffassung von Bundesaußenminister Genscher, der zusammen mit Bundespräsident Karstens zur Beisetzung von Leonid Brezhnev nach Moskau reist, keine Probleme für das Ost-West-Verhältnis ergeben. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Mertes erwartet vom neuen sowjetischen Parteichef Andropow eine Politik, die durch Kontinuität gekennzeichnet ist. Zur Beisetzung Brezhnevs an diesem Montag in Moskau reist auch der chinesische Außenminister Huang Hua, offenbar eine Geste im Hinblick auf eine Normalisierung zwischen den beiden kommunistischen Staaten. Der italienische Ministerpräsident Spadolini ist zurückgetreten, weil er keine Chance mehr dafür sieht, dass seine 5-Parteien-Koalition wiederbelebt werden könnte. Mit einer Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle haben sich die Sozialdemokraten beim sogenannten Nordrhein-Westfalen-Tag auf den Wahlkampf für die vorgezogenen Bundestagswahlen am 6. März eingestimmt. Der parteilose Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Bruder des regierenden Bürgermeisters von Berlin, CDU, und der frühere Berliner SPD-Innensenator Dahrendorf haben sich dem Beraterstab des Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten Vogel angeschlossen. Der Hamburger Landesverband der Freien Demokraten billigte endgültig den Kurswechsel der Bundespartei, nachdem die Gegner des Genscher Kurses ihren Parteiaustritt erklärt hatten. Auf dem Bundeskongress der Grünen in Hagen debattierten etwa 700 Delegierte über ein alternatives Wirtschaftsprogramm gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau. Zum neuen Vorsitzenden der Konferenz der Kirchenleitung in der DDR ist Landesbischof Johannes Hempel aus Dresden gewählt worden, der den aus Altersgründen ausgeschiedenen Bischof Werner Krusche ablöst. Die Lottozahlen 9, 19, 20, 27, 30, 39, Zusatzzahl 46. Die Gewinnzahl des Spiels 77 lautet 04, 6, 9, 9, 1, 1. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 14. November. Im Südosten anfangs noch starke Bewölkung und Regen. Sonst in Deutschland wechselnd, vielfach stark bewölkt und einzelne Regenschauer. Tiefstemperaturen 5 bis 2, Höchstwerte zwischen 6 und 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Das waren die letzten Meldungen. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten morgen Mittag um 12.45 Uhr. Das Programm des Deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist damit beendet. 0.10 Uhr ist es jetzt, 10 Minuten nach Mitternacht. Und Hinweise auf das Programm von Sonntag, dem 14. November,
geben wir Ihnen auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.